Ja, hallo meine Freunde, es ist wieder Zeit für Ark Extinction zusammen mit Hendris. Hallöchen. Muha. Und ich hab's hinbekommen. Die Grafikkreatur war natürlich nicht die Werkbank, das war natürlich heldenhaft. Aber jetzt habe ich die Fenster, die ich wollte, eine Glastür, Freunde. Und das heißt, Projekt Vogelturm geht weiter. Schön. Ein echter Glasturm. Nicht ganz aus Glas, das wäre zu teuer. Ja, aber wenn ich da drin sitze, kann ich mit Steinen werfen. Und ich nackt rumlaufen. Aha. Wer nackt rumlaufen will, sollte im Glasturm sein. Klarer Fall. Ja. So geht das Sprichwort. Acht. Automatisch eingestellt. E. PIN-Code. Rein. Switch to manual. Okay. Später mal, Freunde. Dann machen wir mal weiter. Sechs. Nicht sechs. Okay, ich habe natürlich die falschen Fenster gebaut, so wie es aussieht. Ich habe die kleinen Fenster gebaut, anstatt die großen. Ja, Überraschung, aber wir werden eine Verwendung finden. Ja, später können wir vielleicht hier irgendwo Löcher reinsetzen. Das heißt, Freunde, ich muss nochmal nach Hause. Ah, lalalala. Und er testet gerade, wie ihr seht, Sachen aus. Wir haben eine riesige Kuppel zum Einsammeln von Items. Ja. Damit die Scheiße eingesammelt wird. Und die nicht befruchteten Eier. Genau, aber die will ich natürlich möglichst außer Sicht setzen, die Maschinerie. Und deswegen muss ich mir den Radius anzeigen lassen, damit ich auch sehe, wie groß der ist. So, dann tun wir die jetzt mal Zementperlen, Keratin, Holzkohle, was sind die Reste? Da sind Reste. Oh, da habe ich noch Triangeln. Da habe ich einiges. Die Wärme schon mal kaputt machen. Also nicht Window, ich muss Wand gucken. F, Glas. Window, okay. Ich muss also erstmal lernen. Wow, ich habe die vorher nicht gesehen. Willst du mich verarschen? Gut, also den Item Collector werden wir noch nicht benutzen können. Ah, fehlt ja was dann zum Benutzen. Ja, um den zu betreiben, braucht er entweder einen Tech Generator oder Propellant. Was für ein Ding? Tech Generator oder Ja, das habe ich verstanden. Propellant. Erst der Propellant, keine Ahnung. Ja, ich habe es mir angeguckt. Sulfur, Cactus Sap und Oil. Okay. Cactus Sap haben wir nicht. So. 32. Ich hoffe, ich kriege davon 35 hin, Freunde. Diesmal habe ich auch das Richtige ausgewählt. Das sind die Windows, Und das selbst sind wenn wir die. den Tech Generator hätten, der braucht Element bzw. Element Shard als Fuel. Boah, Element. Ich habe zwei Elemente. Warum habe ich eigentlich zwei Elemente? Wofür? Ich habe die irgendwo gebaut und ich weiß nicht mehr warum. Außerdem möchtest du nicht wissen, was dir frisst, um den zu bauen. Doch, das wird sehr viel sein. Oh ja. So, Oh Freunde, ja. 35 werden hergestellt. Nette Idee, kann ich also wieder abbauen. Erstmal ja. So, ach ja, die Sätze sind ja fällig, fällig. Vielleicht noch mal ein paar Velos züchten demnächst. Ich möchte endlich mal einen Drop oder so machen. So, sind wir jetzt hier fertig? Oh, wird schwer, bevor ich das zu viel habe, tue ich schon mal die Wände in die Eule rein, Freunde, sonst habe ich gleich wieder das Problem. 96 Kilo, weg damit. Ich habe doch ein neues Level. Ja, wunderbar. Ich müsste ja fast schon reichen. Was mache ich noch mal ein bisschen Ausdauer? Worauf gehe ich noch? Machen wir noch ein bisschen Gesundheit. Level 80. Haben wir irgendwas Schönes bei Level 80 gelernt? Weiß ich jetzt nicht mehr. Level 80. Hauptsache, ich finde jetzt den Server nicht mehr. 2500. Oh, ach du meine Herren, das wird teuer. Das wird sehr teuer. Tyrannosattel. Natürlich die S-Plus können wir direkt bauen. Ja, okay, damit lege ich jetzt viel sofort. Ich kann jetzt die roten Narkotiks herstellen. Okay. 200 Narkosemittel 1. Ja. Aber wenn du für einen Vieh, sagen wir 200 Treffer bräuchtest, macht ein Pfeil das weg. 8000 Torpor.
Nicht schlecht, oder? Also das ist ja schon ekelhaft. Die Das lerne ich ist auch dann noch ein nicht. Pfeil, den man nicht verschießen sollte. Ja, die blauen, die ich habe, sind ja schon ekelhaft, aber das hier ist ja noch eine Stufe. Aber ich kann jetzt den Industrieschmelzofen bauen, was natürlich gut ist, um Metall besser herzustellen. Oh ja. Problem ist, okay, 250 Kristall gehen. Ja. 2500 Metallbahn. Das wird schon kritischer. 400 Polymer. Nein. 600 Zement und 400 Oil. Polymer haben wir nicht. Den Rest könnten wir, wenn auch noch in Rohform, haben. Ja. Was mache ich denn da hier, Freunde? Jetzt haben wir die Glaswände fertig. Dann nehmen wir die da hin. 6. 35 S plus Glaswände. Upsi. Dann auf geht's, Eule. Oh, hast gekotzt. Ich das mal sehe, ich muss unbedingt dann mal denken, das aus meinem Körper zu entfernen und dann mal ein Gacha-Themen zu gehen. Weil damit können wir auch Polymer herstellen. Okay, kommt immer natürlich an, was der Gacha kann. Die Gacha sind natürlich auch wie bei jedem Dino. Das und das. 6. Alles wieder teuer. 6. 6. 6. 6. 6. Nicht dein, Freunde. Dein. 6. 6. Eine kleine Glasebene, Freunde, damit der Turm auch ein bisschen beleuchtet ist. Dann darüber nochmal so eine Vierer-Steinebene. Und dann kommt das Dach da drauf, Freunde. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Kleines Bauprojekt, Freunde. Und wenn das dann fertig ist, dann sieht der Turm für die Eulen geil aus. Warum nehme ich das denn? 6. 6, 6, 6. Und vielleicht muss ich die Laterne abbrechen. Vielleicht steht die da drin, aber ist ja egal. Gibt dann nur ein bisschen Sachen. Manchmal muss man das nicht verstehen. Also, wenn er nicht doppelt baut, ist es mir noch egal, was er macht. Oh, ich habe eins zu viel gebaut. Okay. Guck mal, ob ich vielleicht später brauchen kann, Freunde. Wo sind die Wände jetzt? Ich. Sieht den Wald vor lauter Bäume nicht. Erkennt das daran nicht. Okay. Auf dem Desktop gelandet, Freunde? Nur weil Steam mir Probleme macht, Freundin ist halt nicht erreichbar, was mir, das mir doch gerade egal ist. Aber schön, ändert es auch nicht mehr. Ich habe auch gar nichts Ach, gesagt. ich dachte schon, ich wäre komplett rausgeflogen aus dem Netz. Weil der Vorteil ist, ich würde es nicht merken, Freunde, der Server ist lokal bei mir, deswegen würde ich nicht merken, wenn ich ohne Freunde weiterspiele. Ja. 6, 32, also brauche ich noch 26 von den Wänden. Ja, das sieht echt nett aus. Das hat was. Vielleicht mal. F. Herstellung. Plus. Sechs. Sieht doch gut aus, Freunde, oder? Wo ist. Hallo? Sechs. Achso, ich soll die aus der Eule rausholen. Ich wundere mich, warum ich gerade nicht mehr sehe. Heldenhaft, Freunde.
Was? Fehler? Nein, nie. Wird nie passieren, Fehler. Nein, uns doch nicht. Wir sind doch Vollprofis. Gut, manchmal benehmen wir uns eher, als wären wir voll, als Profis, aber. Ja, aber kann auch schön sein. Kann sehr schön sein, Freunde. Ja, wir benehmen uns schließlich nur so. Das heißt ja nicht, dass wir voll sind. Noch einen Hamburger essen und dann mal gucken, was unser Nahrungsvorrat Ist sagt. natürlich auch ein schöner Platzverschwendung. Gucken, vielleicht baue ich hier unten noch was rein, was hier schön ist. Vor allem mit den Fenstern sieht natürlich sehr geil aus. Vor allem die Fenster gefallen mir besser. Vielleicht baue ich auch oben unser Glasding, anstatt diese Dinger, die Dinger rein. Ja klar, warum nicht? Dafür sind sie doch da. Chained Transparency. Unser Haus muss schöner werden. Zwei Wege. Das ist natürlich auch geil. Way, machen wir mal auf. Nee, ist zu dunkel. Shane Stansberry. Machen wir auf. Geil. Ist das auch hier? Oh ja. Muss ich aber jetzt gleich mal gucken, damit ich nicht auf jedem Fenster mache. Es gibt da halt entsprechende Pistolen dafür, soweit ich weiß. Direkt Modell. Oh. Das sieht natürlich auch geil aus. Ich glaube, das macht bei jeder so. Transparency 06. Ja, mein Snow Owl Eye. Da machen wir jetzt Rührei draus. Oh, er ist so brutal, Freunde. So, Womit? das ist. Mit Recht. Kann ich auch den Rahmen entfernen? Nein, da kann ich natürlich nicht den Rahmen entfernen. Das wäre natürlich noch geiler gewesen, Freunde. Ah, so kann man das. Ah. Ja, wenn ich das auf jeder Etage so hinkriege, dann muss ich mal. Ich hätte noch nicht schön meine Schneeäule mitnehmen sollen, Freunde. Ach, das wäre doch zu einfach. Parkt hier so schön im Turm. Glücklicherweise kann man die meisten Dinger ja wieder aufheben. Ab nach oben. Das haben wir auch. Ist mir noch nie gerade so aufgefallen. Ich glaube, das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Guck mal da oben, siehst du den Mond? Ja, der ist kaputt. Ist mir noch nie aufgefallen, dass er hier. Wow. Doch, das wusste ich, das habe ich gesehen. Achtung, Stoffzug, ich komme von nach Hause. Mach du mal, ich stehe nicht im Weg. So, Freunde, ich wollte mal gucken. Eh. Pistolen. Das ist der Transperry. Das ist okay. Dann mache ich die Transperry. Modellselektor wahrscheinlich, ja. Ich stelle mir mal die beiden Pistolen her. Mal gucken, ob das funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Herstellung. Der Vorteil ist an den Pistolen, die kosten nur ein Stroh. Ja, umso besser.
So, Inventar. Model. Schön, dass Buchstaben drin sind, damit man keinen Fehler macht, Freunde. So, Freunde. Und bevor ich hier weiter baue, das mache ich dann vielleicht in der nächsten Folge, wenn ich mal gleich was anderes. Ihr dürftet entscheiden, Freunde. Soll ich noch eine Etage draufsetzen? Oder soll ich jetzt schon das Dach setzen? Gute Idee. Very good idea. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Sometimes you are a very smart boy. Ich sollte mal gucken, wie es funktioniert. Ah, okay, rechts zum Safen und links eure. Okay. Nice. Kannst dir ruhig sehen, wenn du da oben hinfliegst und dann bei jeder Glasscheibe links und rechts das entfernt, dass du nur eine hast, dass quasi eine komplette Glasscheibe da oben aussieht. Warte, ich muss mal kurz gucken, weil der, ich kann es ja von hier unten halt steuern, das ist der Vorteil. Geht auf die rechte Seite, okay. Das ist da. Auf die rechte Seite. Rechte Seite. Rechte Seite. Rechte Seite. Rechte Seite. Rechte Seite. Rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite. Und jetzt muss ich noch überall auf die linke Ja, Sasse machen. ja. Ja, doch, ich denke, das wirkt. Jetzt brauche ich die linke Seite. Linke Seite, linke Seite, linke Seite, linke Seite. Ich muss nur kurz mal richtig ziele momentan. Ja. Ah, doch, das sieht gut aus. Schön. Gefällt mir. Jetzt muss ich noch auf beide Seiten mal für diese Fenster hier, weil sonst sind die Ja. E, Ja. Select Modell, Two Sides, dann rechts, zuck, zack. Ja, schön. So, Freunde, das sieht doch schön aus, würde ich sagen. Oh ja, das hat was. Du Also, darfst mir ein Bürogebäude bauen. ich kann es auch noch ein bisschen dunkler, du kannst die Scheiben ja noch dunkler machen. Nee, aber das gefällt mir so schon ganz gut. So leichter Sonnenschutz durch die Scheiben. Weil ich könnte es auch noch ganz dunkel machen, damit man einfach gar nicht mehr durchgucken kann. Machen wir mal auf den 0,8. Dann. Okay, der gefällt mir besser. Das heißt, Transparenz ist 6. Bup, bup, bup. Bup, bup, bup. Das ist echt so geil. Das müsstest du wirklich zu jeder Scheibe hinfliegen und das machen. Nee, das hat schon einiges. Das nimmt einiges an Stress raus. Vor allem auf der Höhe, wo man ist. So, Freunde, wie gesagt, ihr dürft jetzt entscheiden, ob ich noch eine Etage draufsetze oder ob ich jetzt ein Dach draufsetze. Vor allem ist die Frage, mache ich dann ein normales Dach oder ein Glasdach? Weil ich habe gesehen, es gibt aus Glas Ceilings. Ja, cool. Das hat was. Obwohl, nee, da kacken uns die Vögel die ganze Zeit aufs Dach. So, Freunde, ab geht's hier. Da steht er. Ja. Vielleicht werde ich auf der Höhe auch den Dreizack dann rausbauen, damit das aber von oben wirklich wie ein Stern aussieht, weil jetzt die Einwand ist ja halt abgeschlacht, damit besser passt mit Eingang. Na, schon klar, aber finde ich trotzdem, dass es gut aussieht. Da das ja Uhu. auch die Front ist. Ja. Also ich finde ihn richtig geil geworden bis jetzt, den Tom. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt, Freunde. Snow Oil ist aufgestiegen. Du siehst so kalt aus.
Genau. Wow. Die kann einen richtigen Sturzangriff, wie du vielleicht gehört hast. Ja, die Landung. So, Freunde, das sieht doch richtig geil aus. Wie gesagt, nach oben mache ich die Zirkel nach außen, damit es wirklich ein schöner Stern ist. Dann haben wir einen Sternturm, einen Sechseckturm und einen Quadratsturm. Hat was. Und dann haben wir das Bündnis der drei Türme. Plus unser Haus. Das heißt, bald könnt ihr nachher da in euer neues Zuhause schnäulen. Jo. Ist quasi fast alles vorbereitet. Ja. Nur die Frage, ob ihr noch eine Etage extra bekommt und was wir da unten dann reinmachen. Ja, das sehen wir dann. Aber von hier aus sieht das auch so geil aus, das Gebäude mit dem Glas. Das heißt, ich werde auf jeden Fall diese Wände alle austauschen, Freunde. Und mir die Glasdinger machen und dann schönes die Glaswände machen. Ja, das sieht richtig stylisch aus. Die Frage ist ja, wenn die auf gerade Ecken tauchen, ob dann auch dann Lücke drin ist oder ob keine Lücke. Wenn die keine Lücke drin ist, dann können wir auch komplett ohne Metall bauen oben. Ja. Das wäre bestimmt cool. Ja, das wird auf jeden Fall richtig geil, Freunde. Hier werden wir ein Geländer brauchen. Wo? Ich stehe gerade draußen vor dem neuen Turm, gegenüber in Richtung des Pillars, des Pfeilers, den du gebaut hast. Damit du nicht runterspringst. So im Rückwärtsgehen und den Turm betrachten. Nein! Könnte gefährlich enden. Ich kenne mich, ich neige zu sowas. Er neigt dazu, zu sterben. Oh ja. Hey, das ist mein Job hier. Ach ja, ich brauche noch Tonrampen da oben auch. Ja, nicht nur da. Kannst du für Das den kostet ja. Sechseckturm auch noch ein Stück bauen? Okay, wo sind die Rampen denn? Stone Ramp. Das heißt, ich brauche für vier Stück vier herstellen. Alle vier bauen. Inventar. Okay, die kann ich gleich mal beiseite tun. Am besten die Eule rein, weil die schirmt mich gerade nur die Sachen, Freunde. Das finde ich so nicht in Ordnung. Da muss ich was dran ändern. Hier liegen Eier und Scheiße rum, meine Herren. Und dann, wenn wir vielleicht noch eine Folge dazwischen haben, Freunde, bis ihr euch entschieden habt, ob ich noch eine Etage Aber bauen es soll, macht werde ich ja das nächste Mal nichts. Bienen jagen gehen. Ich laufe den Turm hoch. Ich wollte nur die Rampen setzen, Freunde. Kennt ihr das ja was im Kopf und dann passiert was ganz anderes? Sechs. Oh, und wie? Und wie? Nur zu gut. Die Frage ist als Rampe oder als Treppe? Ne, als Rampe sieht schön aus, oder? Schauen wir mal später. Sechs dahin. Oder die. Ne, als Treppe sieht es besser als stylischer hier in dem Moment aus. Okay, den Stern soll ich vielleicht auch mal abreichen, weil der ein bisschen irritierend. So, jetzt muss ich rüber. Ich könnte rüber laufen oder ich fliege rüber um den. Diesmal fliege ich mit einer Schneeeule. Okay. Und bin der. Ah, Junge, Junge. Ich vergesse immer die umzuwenden. Ich muss irgendwie nochmal daran denken. Ich könnte natürlich auch. Dass ich das nächste Mal mal probieren. Damit es direkt stylischer aussieht, mal probieren. Nicht eben. So, ich habe gerade nebenbei mal ein bisschen vorgesorgt, damit ich nicht allzu oft in einem Käfig lande, habe ich jetzt eine Zimmertür. Die ist sogar verschlossen. Ich glaube, Nico hofft, dass du häufig mal draußen schläfst.
Das könnte durchaus vorkommen. Wenn man so unter Zeitdruck aufnimmt und so, könnte Ja. das durchaus Okay, passieren. ein bisschen Unterteil, aber das sieht ja schön aus, Freunde. Doppeltreppe, sieht doch geil aus. So. Und Landung. So, läuft doch alles, Freunde. Mal schnell was trinken. So, da fällt mir was anderes ein. Ich will noch was gucken. Nun liegt das Böse und die Was sind das? Was sind Dunkelheit. das? Ja, mal schauen, wie es aussieht. Vor allem relativ günstig, das gefällt mir schon. Lass, muss ich mich überraschen lassen? Ja, später mal. Mist. Nehmen. Meine, was das alles gibt. So, Freunde, worauf ich ihn mal gesehen. Es gibt zu viel, es gibt zu viel, es gibt zu viel, 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 viel. Oh ja. Ja, Glas. Wie weit ist denn mein Fleisch? Okay, auch schon mal. So, das heißt. Das andere habe ich auch schon gelernt. Machen wir mal kurz Glas. Da sind sie ja. Zwei Stück herstellen. Das habe ich natürlich noch nicht gelernt, so wie es aussieht. Da ist sie ja. Nicht natürlich viel gekostet, Freunde, aber was macht man nicht alles, damit es schön aussieht? Ja, genau. Holz. Das geht, nein. Das hier alle zwei herstellen. Da ist das hier, was ich brauche. Einmal herstellen. So. Beim Kochtopf ist gerade Autocrafting an, ne? Ich mache gerade noch neue Oh. Burger. Nice, nice, nice. Damit ich auch das hier gleich wieder gut machen kann. Kamerasicht.
Nicht das. Okay, das sind Sand. So, dann gehen wir noch dahin, Freunde. Das ist echt praktisch. Okay, das klappt dann nicht okay, aber gut. Ja, das sieht doch gleich viel besser aus. Dann brauche ich gleich noch zwei Steinwände da oben. Aber wie dem auch sei, Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, stimmt bitte gerne dafür ab. Noch eine Etage oder nicht, ansonsten muss ich mich entscheiden. Und dann sage Wir, ich, bitte. ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Anime-Fan. Ciao, ciao. Tschüss.